vor. Drei Brechchancen. Das gibt's nicht. Zu Null nimmt sie den Sie Davenport das Aufschlagspiel ab und. Ah, klasse gemacht. Das passiert, wenn man den CDF bekommt. Aufschlagspiel zu Null. Ja, und jetzt hat sie selbst. Die Präzision ist weg, die Sicherheit und dementsprechend 6:3 dieser erste Durchgang. Und das ist genau das gleiche Bild wie gestern zwischen Amélie Maurice, wo die so im Begriff ist zu erreichen. Und hier die Statistik, vor allen Dingen sehr gute Aufschlagsstatistik von den C. Davenport. Tolle Laufarbeit von Justine Henin. Zu viel Power. Herrlich, couragiert gespielt hier vor eigenem Publikum. Klasse gemacht. Nerven behalten. Pantry. Doppelbreak für die Belgierin. Die dritte Aufwärts. Ja, da hat sie natürlich kein großes Problem mit so einem Ball.
Wieder ein. Sie kontert sofort. Oho, da verschätzt sich den Telefonport. Da hat sie ein bisschen Pech mit dem Netzroller. Mit einem ersten Satz gegen Aisugi Yama aus Japan. Vorsicht, Gefahr im Verzug. Der sitzt. Und das heißt, drei Breakchancen für Devonport. Nichts zu machen gegen so einen Punkt. Ja, genau das ist es, was Devonport braucht. Nämlich die Ge Prima. Tja, wenn sie die Bälle so verteilt wie hier, da kann man nichts machen. Oh. Aber jetzt klug gespielt von diesem jungen Mädchen und ganz egal, wie das Match ausgeht, das war alleine schon eine Leistung, die sicherlich kaum jemand hier von ihr erwartet hatte, der nicht diese prima Ergebnisse der letzten Wochen und auch der Juniorenzeit von ihr. 1:3 Rückstand im zweiten Satz, jetzt 2:3, also wieder verkürzt, aber sein Gegner Andrea Cordensi liegt mit Break vorn. Ein bisschen mehr Probleme, lag schon 3:0 vorn im zweiten, jetzt 3 beide. Bachel war wieder dran. Konikova dagegen. Toll. Prima gemacht. Ganz überlegt, wenn er draußen ist. Riesig. Da steht sie da wie. Unglaublich. Boah, damit längst nicht so gut im Schnitt. Thank you.
Schön. Mademoiselle Davenport. Sie ist wieder. Oh, ist das schön mit anzusehen. Ina, die hat allerdings auch drei Asse auf dem Konto. Ja, der muss hier sitzen. Ich finde das hier im Moment noch interessanter. Oh, schade. Hat also insofern umso höher anzurechnen. Was sie für jetzt zeigt. Glattes Spiel für Devon. Das nächste Ass. Schade. Das wäre der verdiente. Wow. Zeit gelassen, klug gespielt. Und in diesem Jahr eine Handgelenksverletzung hat sie doch aus dem Rhythmus gebracht, dem gewohnten, dadurch dann auch Verlust der Nummer 1 Position. Na bitte! Junge, Junge! Breakchancen, Inna! Mit der langen Lindsay Davenport. Tja, das kann sie eben aus dem. Jetzt ist es doch vorbei. Davenport weiß natürlich ganz genau, da hat sie riesen Glück gehabt, denn Justine Henin hat hier nicht verloren gegen die Gegnerin, sondern gegen die eigene Konditionsschwäche. Sie ist dieses Höllentempo ganz einfach noch nicht so gewohnt, über eine so lange Zeit hinaus, nämlich knapp 2 Stunden. Das geht noch ein bisschen über ihre Kräfte. Dazu ist sie noch zu frisch auf dem Profi-Circuit.